Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute gibt es geschlossene Rasthöfe, einsame Fahrer und eine besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt dran. Axel, du hast die gutmütigen Hoteliers vergessen. Ja. Es gibt sie noch. In Östringen. Wir haben das ist irgendwie da unten. Ja, da Baden-Württemberg. Hier, ja. Da hat ein Hotelier, der schon seit Lockdown-Zeiten keinen Gast mehr beherbergt hat, ist auf die Idee gekommen, und das rechne ich ihm ganz hoch an, zu sagen, ich nehme mal ein paar gestrandete Lkw-Fahrer auf, die Weihnachten, jedes Jahr Weihnachten auf irgendwelchen Rastplätzen wirklich den 24. bis 26. verbringen müssen. Und denen wollte er ein Zimmer zur Verfügung stellen und sie bekochen. Die kochen. Eine super Geschichte. Die sind ja auch sehr einsam, da fließt ja auch mal eine Träne, auch bei dem hartgesottenen Fahrer. Und damit die jetzt auch ein bisschen eine schöne Zeit haben, macht er den da schön umsonst. Das Ganze kostenlos. Das Ganze kostenlos. Da hat er hier im Internet eine Nachricht geschrieben, dass er gehört hat, dass viele Lkw-Fahrer über Weihnachten auf Rasthöfen und so weiter festsitzen. Eine große Resonanz, und der wird das jetzt tun. Ja. Super. Super Geschichte. Hoffentlich machen sie nicht den Laden dicht, weil mehr als zwei Haushälter da rumlaufen. Also es ist aber natürlich ein Problem, wenn da mehrere Hausstände aufeinander kommen. Aber grundsätzlich sind wir darauf angewiesen, dass die Raststätten offen sind, Axel, für unsere Fahrer. Das ist einfach nicht nur ein Luxusproblem, sondern die müssen ja irgendwas essen. Die müssen sich auch irgendwann mal duschen. Und da sind der ein oder andere Rasthof ist einfach zu. Nun gibt es schon Ausnahmen. Aber hier in der Raststätte Wendhausen, das muss irgendwo hier oben in Niedersachsen sein, da ist nach wie vor zu, und da kümmert sich der Bürgermeister persönlich drum, dass man das Ding wieder aufmacht, weil er sagt, das kann nicht sein, dass die Fahrer da sitzen und nicht bedient werden und nichts kriegen da Tag und Nacht. Und er kämpft dafür und schreibt Briefe. Und, an Herrn Stefan Weil. Stefan Weil hat einen Brief geschrieben, und er kriegt gar keine Antwort. Na. Ist eigentlich schon ein bisschen zynisch, das Ganze. Finden wir jedenfalls, wenn man mit so einem Problem an den Ministerpräsidenten geht und der antwortet noch nicht mal. Und dann hat dieser Bürgermeister natürlich auch ein bisschen enttäuscht geschrieben. Man kann ihm ja sagen, dass es nicht geht, aber man müsste es ihm wenigstens sagen. Aber dieses Problem der gestrandeten Lkw-Fahrer da in dem Rasthof einfach gar nicht darauf zu reagieren, ist schon schade, und das finden wir auch. Vielleicht hilft unsere Sendung auch nochmal dazu, darüber mal nachzudenken, ob man den einen oder anderen Rasthof aufmachen kann. Das ist kein Luxusproblem, wie gesagt. Das geht nicht darum, dass man zu Hause keine Lust hat zu kochen oder irgendwas, sondern die Fahrer müssen einfach was zu essen haben und müssen ihre Pause ja so verbringen, weil danach sollen sie wieder Lkw fahren und wollen wieder auf der Straße sein. Da müssen sie konzentriert sein, und dazu braucht man vorher auch ein bisschen Raststättenluxus. Wir reden ja hier von ganz bescheidenen Themen. Es ist ja keine große Weihnachtssause geplant, nicht? Und im Grunde genommen folgt diese Idee nur dem Wunsch unseres bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder, der gesagt hat, man kommt Weihnachten mit zwei Orangen aus. Ja, wir machen das noch besser. Ja. Wir kommen mit zwei Mandarinen aus. Genau. Und deshalb möchte ich dir gerne diese beiden Mandarinen zu Weihnachten schenken, Axel. Ja. Habe ein schönes Fest. Ja. Genieße die Mandarinen. Vielleicht pulst du die zweite erst am ersten Weihnachtstag ab, damit man ein bisschen was davon hat. So sind wir im Sinne von Herrn Söder sicherlich auf der richtigen Seite. Ja, eine und noch eine. Also vielleicht wollen wir teilen. Komm, können wir mal drüber nachdenken. Gut. Also, wir haben ja, heute ist Weihnachten, glaube ich jedenfalls. Um und bei Weihnachten sind wir heute. Das können wir ja unsere Wünsche auch nochmal, Axel. Unsere Wünsche ist es natürlich neben der Orange noch ein bisschen was anderes. Ja. Was wünschen wir uns, Axel? Dass Corona endlich vorbei ist. Also das wünsche ich mir wirklich vom lieben Gott. Ja. Und? Was hatten wir abgesprochen? Was sollst du sagen, was wir uns wünschen? Wir haben noch die Mandarinen. Abos und Likes. Ach ja, das soll ich ja sagen. Wir wünschen uns auch ein paar Abos und ein paar Likes, liebe Zuschauer. Ja, der andere Axel hat es jetzt ein paar Mal gesagt, jetzt bin ich mal dran, das wäre schön. Ja. So 3000 plus in 2021, gerne bis Ende Januar, damit wir im Februar neue Ziele festlegen können. Darüber würden wir uns sehr freuen. Genau, das ist schon unser bescheidener Weihnachtswunsch neben der Apfelsine, der ja jetzt erfüllt worden ist. So, wir sagen sonst immer allzeit gute Fahrt.
ja, jetzt ist Lockdown, jetzt ist Weihnachten, die Leute sollen zu Hause bleiben. Was wünschen wir euch dann, Axel? Wir wünschen euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest, eine schöne Silvesternacht mit wenig Böllerei und wir hoffen alle, dass es nächstes Jahr besser wird. Also bleibt sauber und gesund. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.